Oh mein Gott! Ich habe auf meinem Account 1000 von diesen Combo-Upgrade-Packs gemacht. Ihr habt richtig gehört. 1, 0, 0, 0. Und aus diesen 1000 Packs werde ich mir ein Team zusammenbauen. Aber das Ganze hat einen Haken. Denn nach den ersten 100 Packs werde ich mir mein erstes Team zusammengestellt haben. Und mit denen muss ich ein Spiel in Division 5 spielen. Wenn ich gewinne, ist alles gut. Wenn ich verliere, muss ich einen gezogenen Spieler discarden. Das Ziel ist es, in Division 4 aufzusteigen. Und dafür brauchen wir 10 Siege. Los geht's mit den ersten 100 Packs. Ihr müsst euch vorstellen, diese Packs zu machen, war extrem teuer und hat extrem lange gedauert. Dankeschön an den Inder Ranjit Jumbulibabulu dafür, dass er die gemacht hat. Das erste Pack von den 500 ist für dich, Ranjit. Zweimal Spieler, die beide über 80 plus sind. Ich bin echt gespannt, was wir da ziehen können. Japan? Wer ist das? Ah, Hasegawa. Gutes Rating aber. Und direkt rein in mein Team mit Hasegawa. Arigato gozaimasu. Ja, ich kann auch Japanisch. Kagebunshi no Jutsu, Taekwondo. Kennt viele Talente von mir nicht, Leute. Luni von Real. Satorwart steht. Theus Kunja sieht auch nicht schlecht aus. Das Anfangsteam ist wichtig. Also gib mir bitte gute Spieler. Bisher sieht's okay aus. Aber wir haben auch erst zwei Packs geöffnet. Dann habe ich die nächsten Packs geöffnet und habe keine besonderen Spieler gezogen. Aber nach meinem fünften Pack stand mein erstes Team. Okay, das erste Team steht, aber es ist echt... Wir haben zwei Spieler, die nicht mal auf der richtigen Position sind. Das muss besser gehen. Das muss besser gehen. Also habe ich weiter Packs geöffnet und dann kam er, der erste gute Spieler. Bruno Guimarães mit einem 85er Rating. Das ist nicht schlecht, Herr Speck. Bis auf Tempo sind alle Stats gut. Nicht krass, aber besser. Schritt für Schritt. Schritt für Schritt. Für Schritt! Es bringt alles nichts. Ich muss meine Hose runterziehen. Man darf es nicht sehen. Oh, komm raus. Es ist immer so schwer, den rauszuholen, weil er so klein ist. Oh. Kyle Walker. Niemals. 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 Kyle Walker, Bruder. Kyle Walker. Direkt in den ersten 20 Packs. Was denn? Ich hab den sogar. Das heißt, ich kann meinen verkaufen. Ka-ching. Boah, da könnten noch Banger kommen. Und dann habe ich weiter Packs geöffnet. Packs geöffnet. Mein Team verbessert. Bisschen gepopelt. Den Popel gegessen. Der hat mir nicht so geschmeckt, ehrlich. Er hat nicht gebockt diesmal. Überkranke Banger gezogen. Mein ersten Walkout. Es gab auch ab und zu ein Fail. Was? Nochmal Walker. Nein. Okay, ich zeige euch jetzt mein allererstes Team. Nach 100 Packs. Es sieht nicht verrückt aus, aber wir haben ein starkes Starter-Team. Mit einer souveränen Verteidigung, einem okayen Mittelfeld und einem ausbaufähigen Sturm, sind wir ehrlich. Und das nächste Spiel müssen wir gewinnen. Sonst müssen wir zu einem Spieler Tschüss sagen. Mein erstes Division 5 Spiel. Oh, nicht Thüram. Nicht Thüram. Kommt in der Luft an den Ball, aber trifft nur den Pfosten. Oh. Der Gegner mit seinem ersten Schuss aufs Tor und er trifft direkt. Digga. In den letzten 15 Minuten Ball auf Bauer. Schlüpft ihn rüber und das Sterling mit einem Schlenzer ins Tor. 1-1. Hier bin ich der Boss. Das sind richtige Tore. Hamed verliert dumm den Ball. Karim Adeyemi kommt mit dem Ball. Macht einen random Schuss und trifft. Und das in der letzten Minute. Doch Hamed kann sich zurückarbeiten. Nutzt seine letzte Chance, die er wahrscheinlich hat. Yeah! Und trifft. 2-2. Ich bin zufrieden. Mit dem Team ein Unentschieden. Und ich muss keinen abstoßen. Es geht weiter. Mit dem Team habe ich ein Unentschieden geholt. Und jetzt heißt es 100 weitere Packs. Walkout, Torwart? Frankreich? Ist Mounienjo? Mounienjo! Pharos großer Bruder. Nehme ich. Wieder ein Walkout. Der verdient es mindestens in die Reserve. Daniel Olmo. Er ist mit einer TikTokerin zusammen, wusstest du das? Walkout! Team of the Week Walkout! Bitte! Irgendeine Frau. Pop! Yeah! 88er Pop! Einfach mal weggepoppt! Keine kranke Karte, aber krasses Rating und Special Card. Oh, ich dachte, die wäre krass wert. Hier transferiert nur wer Coins. Ui! Wieder ein Walkout. Rechtsverteidiger? Kimmich. Das muss Kimmich sein. Mm-mm. Team of the Week. Ich weiß nicht, ob das krass sein kann. Ah, den haben wir, glaube ich, schon. Mainz. Wenn jetzt Mainz kommt, respektlos. Einfach respektlos. Oh, Baldé könnte auch sexy sein. Pack Nummer 200, Baby. Den brauchen wir. Genau den brauchen wir. Und ich zeige euch das neue Team. Es sieht schon verrückter aus. Mit dem Team können wir schon eher gewinnen. Aha, Roberto Carlos. Sein Lamine Jamal hat den Ball. Dribbelt sich durch. Dribbelt am ersten vorbei. Am zweiten. Schießt. Und 1-0 für den Gegner. Hamed hat den Ball mit Alexander Popp und versucht einfach mal zu schießen. Oh, das kann sie gut, das kann sie gut. Und dann macht es Hamed. Finte links, Finte rechts, reingepasst, drin. Ein Schritt näher an Division 4. Dann habe ich die nächsten 100 Packs aufgemacht und das hier ist passiert. Walkout, Übersprung. Walkout, bitte reiten. Reiten auf meinem Walkout, übersprungen. Walkout, übersprungen. Oh, Koman, Koman, Koman. Ja, komm ran. Das war mein letztes Pack. Kein krasser Spieler. Und jetzt haben wir 300 Packs geöffnet. Und ich muss sagen, hier hat sich mein Team am wenigsten geändert. Aber ein paar Bayern-Spieler sind neu.
Also ging ich ins nächste Spiel und das habe ich leider verloren. Also brauchte ich ein besseres Team. Ah, mein Po. Das heißt aber auch, ein Spieler wird jetzt discarded. Und wir drehen, wer wird abgestoßen? Das nehme ich, ist okay. Tschüss, Baldi. Wir müssen Tschüss sagen zu 91 Tempo. Ciao. Da kommt erstmal Nuno Mendes rein. Und jetzt wird wieder geackert. 100 Packs. Walkout, ZDM, Türkei? Calhanoglu, Bruder. Digga. Ein Walkout leider. Was ist das für ein Logo überhaupt? Ich, dir, McLean? Bruder, die Karte sieht nicht so clean aus, Bruder. Quaradonna! Kein Walker, aber ein echt guter Spieler. Auch in Real Life. Bitte. Hansen! Nein. Oh, Hansen wäre echt krass gewesen. Gute Rechtsflügelfrau. Ist das Kelly? Walkout! Stürmer Walkout! Frankreich! Nein! Bitte! Bitte Real Madrid! Bitte Real Madrid! Griezmann, ist auch gut. Fick dich, Griezmann! Und das 400. Pack gehen rein. Walkout sogar, Tatsache, Stürmerin. Payo, das muss Payo sein von Barca. Mann, ich kenne die Frauen aus FIFA. So eine Scheiße, Digga, keiner will Payo haben. Rein ins nächste Spiel. Ich muss niemanden discarden und... Road zu 500 Packs. Walkout, ich hab geskippt, ich hab geskippt. Oh, Doku ist eine gute Karte. Oh Gott, wieder geskippt. Oh mein Gott, das könnte was Krasses sein. Das ist Bremer. Bremer ist echt nicht schlecht. Ich habe Bremer sogar auch im Team. Bruder, ist das sexy, Mann. 73k, Baby. Team of the Week. Leider kein Walkout. Lukaku. Mein Mann, Lukaku. Aus meinem Verein, Napoli. Ah, seht ihr, seht ihr, seht ihr. Die haben das Logo geändert. Ich habe das alte Logo für immer tätowiert. Warum habt ihr das Logo geändert? Walkout wieder geskippt. Digga, ich skippe jeden Walkout, ne? Bruno Fernandes. Gut. Walkout, bitte. Torwart. Brasilien. Alisson wäre super. Ederson wird besser ins Team passen, aber Alisson wäre Alisson. Alisson untrade, Baby. Einer der besten Torhüter im Game. Digga, ich ziehe alle, die ich in meinem echten Team habe. Walkie, Auti, Walkie, Auti. Oh, 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 das sieht kacke aus. Oh, das sieht kacke aus. Das sieht sehr kacke aus. Ja, kacke. Gott. Rechtsverteidiger, Spanien. Oh, ich weiß gar nicht, wer da kommt. Cavarral, wen gibt's denn noch, der so krass ist? Das muss Dani sein. Der hat 86? Ja, krass. Die Stats sehen aber nicht nach 86 aus. Mögen tue ich ihn auch nicht. Ihr wisst alle ganz genau warum. Hey, hey, Hero, oder? Wer ist das? Hero. Ist das Cahill? Keine Ahnung. Cahill. Cahill Hero. Oh mein Gott, Bruder, hä? Der kam aus dem Nichts. Lecker, Schmecker, Doppeldecker, sag ich dann mal. Neuch. Okay, okay, 3 Sterne. Okay. Er ist kein krasser Hero, aber Hero ist Hero, ich sag euch ehrlich. Kann man ja auch als ZM spielen. Mir ist eigentlich egal, was ich noch bekomme, aber jetzt das 500. Pack. Egal, ich bin zufrieden. Wir haben einen Hero. Okay, das ist mein Team in der Halbzeit. 500 Packs sind gezogen und so sieht ein Team nach 500 Packs aus. Woohoo! Wolle! Ja, so mache ich das. Ei, unentschieden. Es ist nicht so einfach, wenn du ein Team hast, was du noch nie gespielt hast. Und dann nahm ich es in die Hand. Ich öffnete weitere 500 Packs, baute mir das beste Team zusammen, mit der besten Chemie wie möglich. Und das war das Ergebnis. So, ich habe das fertige Team fertig. Mein Team nach 1000 Packs sieht so aus. Al-Owairan als Kapitän. Und auf der Bank auch ein paar Banger. Bangity Bang. Leider konnten wir nicht in Division 4 aufsteigen. Nicht, weil ich schlecht bin in E-Sports, okay? Ich war schon mal E-Sportler und ich bin einfach kein E-Sportler mehr, weil ich will nicht. Ich könnte, aber ich will nicht.